Mit den kommenden Changes für Season 14 wirst du wieder Spaß an League of Legends haben. In diesem Video erkläre ich dir alle Änderungen an den Void Camps, wieso Toplane mehr Impact haben wird, am Baron, den Terrain Changes und den neuen Items. Außerdem konnte ich Riot höchstpersönlich Fragen stellen, wie zum Beispiel, ob irgendwann League of Legends mit den alten Champions und Items wiederkommen wird. Die Antwort darauf und auf vieles weitere erhältst du am Ende des Videos. Moin Moin und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Phil, ich bin Challenger-Jungler seit mehreren Jahren und werde dir jetzt alles zu der neuen Season erklären, was du wissen musst. Wie schon gesagt, es gibt sehr große Änderungen an den Void Camps, inklusive Baron, Terrain Changes, neue und veränderte Items, Änderungen an den Drakes und eine neue Rune wird es auch noch geben. Der übergeordnete Plan von Riot war es, in der kommenden Season die Veränderungen so zu gestalten, dass die Casual-Spieler es direkt im ersten Game bemerken. Sie wollen das aber nicht einfach nur ändern, um es zu ändern, sondern das Spiel soll dadurch wirklich besser werden. Hinzu kommt noch, dass es neuen Content zum Mastern geben soll, für jeden Skill-Level, ob Casual oder Profi. Es gab in den letzten Jahren sehr viele Änderungen an der Bot-Side der Map, aber die Top-Side ist seit längerem unberührt. Das will Riot jetzt angehen. Außerdem soll dadurch der Top-Lane-Impact steigen. Ab der 5. Minute werden im Herald bzw. Baron Pit die Void Grubs spawnen. Das ist ein neues Camp und zwar ein Horde-Boss, denn die Void Grubs spawnen, wenn sie angegriffen werden, kleine Void Mites. Es spawnen 3 Void Grubs auf einmal, allerdings gehören die nicht direkt zusammen, denn jeder Void Grub hat seinen eigenen Respawn-Timer. Sobald du einen Void Grub erlegt hast, respawnt er nach 4 Minuten. In einem Spiel können aber nicht mehr als 6 Void Grubs spawnen. Der Buff, den du und dein Team von den Viechern erhältst, heißt Hunger of the Void. Und dadurch fügst du Strukturen, also Türmen, Bonusschaden zu. Je mehr Void Grubs du getötet hast, desto höher ist der Extraschaden, den du anrichtest. Und sobald du in einem Spiel 6 Grubs getötet hast, spawnst du selber kleine Void Mites, sobald du Türme angreifst. Du trägst dann quasi ein ZZ Rot Portal mit dir rum. Ab der 14. Minute spawnt der Herald und auch der sieht jetzt ein wenig anders aus. Und bei dem gibt es eine sehr interessante Wendung. Du kannst den Herald wieder vor normal erlegen und spawnen. Jetzt kannst du allerdings auf den Herald aufspringen und ihn selber kontrollieren. Du kannst also entscheiden, in welchen Turm du chargest. Während dem Charge fügst du Gegnern, die du triffst, Schaden zu und wirfst sie auch noch hoch. Außerdem macht der Herald Charge mehr Schaden, wenn du ihn steuerst, als wenn er einfach so in den Turm rennt. Sobald du auf dem Herald mit einem Turm oder Terrain zusammenstößt, wirst du relativ weit nach hinten geworfen und kannst dich danach wieder normal bewegen. Der Jump-On geht aber auf Cooldown dadurch. Aber wenn du genug Zeit vergehen lässt, kannst du nochmal mit dem Herald driften. Du kannst es dir ähnlich wie eine Sein-Ulti vorstellen. Es ist ein wenig unflexibler, aber von der Steuerung genau gleich. Ist auf jeden Fall eine sehr coole Mechanik und ich freue mich jetzt schon, mit dem Herald gemeinsam runterzurennen. Dadurch, dass der Herald erst in der 14. Minute spawnt, gibt es natürlich auch nur noch einen und keine 2 Heralds. In der 20. Minute spawnt dann normal der Baron. Allerdings ist hier wenig normal, sondern sehr viel anders. Erstmals gibt es eine richtig epische Zeremonie von dem Baron Spawn. Die ist auch nochmal unterschiedlich, je nachdem welcher Baron spawnt. Denn Baron ist nicht gleich Baron, denn es gibt jetzt 3 verschiedene Barons, die spawnen können. Je nachdem welcher Baron spawnt, verändert sich das Terrain und die Fähigkeiten des Barons. Hunting Baron heißt die erste Form und die lässt das Pit so, wie wir es kennen. Dafür hat er aber eine neue Fähigkeit und zwar schießt er Blitze auf die Gegner. Der Territorial Baron kreiert eine Wand vor sich und seine neue Fähigkeit ist, dass er Champions an sich heranziehen kann. Die letzte Form heißt All-Seeing Baron und die öffnet die Seiten von dem Pit und lässt einen Tunnel entstehen. In diesem Tunnel öffnet der Baron eine Damage-over-Time-Zone. Welche Form der Baron annimmt, ist dabei komplett random. Man sieht es auch nicht vorher wie bei den Drakes. Erst wenn er tatsächlich spawnt und du die Form sowieso schon siehst, weißt du, welche es wirklich ist. Dadurch soll es ein komplett anderes Spielgefühl geben und der Baron soll auch ein wirklicher Boss sein. Und nicht einfach nur ein Monster, das Master Yi mit 2 Items alleine besiegen kann. Aber das war es noch nicht ganz, denn sobald die 20. Minutenmarke erreicht wird und der Baron spawnt, entwickeln sich der Red und Blue Buff sowie die Scarlet Crab zu Void Monstern. Die Buffs sind damit zwar schwerer zu erledigen, allerdings geben sie jetzt dem ganzen Team die jeweiligen Buffs. Zumindest denen, die am Leben sind. Die Scuttle Crab gibt eine mächtige Vision-Explosion, ähnlich wie die Scryer Bloom. Das ist die Vision Plant auf der Chemtech Map. Alle Wards, die währenddessen aufgedeckt werden, droppen auch auf ein Leben. Hier muss ich eine kurze Eilmeldung dazwischen einwerfen. Und zwar sind extrem viele Zuschauer noch keine Abonnenten. Falls du mich also kostenlos unterstützen möchtest, kannst du es jetzt machen, indem du direkt den Kanal abonnierst, weil du genau diese Art der Videos damit am Leben hältst. Danke dir und jetzt geht's auch schon weiter.
Nicht nur die Void-Änderungen, sondern auch die Terrain-Changes sollen einem direkt ins Auge stechen. Durch die Veränderungen sollen unter anderem die Top-Lane auch mehr Agency erhalten. Außerdem sollen immobile Mages in der Mitte ein wenig Unterstützung bekommen. Wie das genau funktioniert, siehst du gleich. Und der letzte und der wichtigste Punkt ist, dass die Map fairer aufgeteilt sein soll. Falls du es nicht wusstest, aber die Winrates von Blue und Red Side waren nicht gleich auf. Eigentlich sollte es ja 50-50 sein, aber das ist nicht der Fall. Momentan hat die Blue Side knapp 51% Winrate, aber das war auch schon deutlich höher. Und genau dieses Problem soll mit den Map-Änderungen auch angegangen werden. Deswegen wird alles ein wenig zentrierter. Auf der Top-Lane konnte man zum Beispiel die rote Seite deutlich einfacher ganken. Jetzt wurde die Öffnung geschlossen und es gibt nur noch einen Weg durch die Mitte auf die Lane. Außerdem wurde der Riverbush entfernt und dafür gibt es nun einen kleinen Pixelbush in der Mitte. Perfekt geeignet für Control Wards. Außerdem sieht man noch, dass es einen veränderten Jungle-Eingang in den Blueside-Jungle geben wird. Die größten Veränderungen des Terrains für uns Jungler sind die großen Wände gegenüber dem Dragon und Baron Pit. Das soll auch die Erreichbarkeit des Objectives ein wenig fairer gestalten. Die Midlane erfährt, wie schon erwähnt, auch sehr große Veränderungen. Und zwar soll man die Midlaner schlechter ganken können. Das wird dadurch erzielt, dass die Büsche weiter in den River rücken, sodass man die Gegner von der Mitte aus schneller sieht und sie noch weiter entfernt sind. Außerdem wird der Weg zum Blue Buff ein wenig blockiert. Man kann da zwar noch hingehen, allerdings muss man dafür direkt durch den Turm laufen. Das ist also für alle Nicht-Midlaner schlechter, aber für den Midlaner selber deutlich besser, weil er sicherer zum Blue Buff gelangen kann. Auf der Botlane war das Szenario genau andersherum. Dort konnte man die Blue Side einfacher ganken, weil man von hinten kommen konnte. Jetzt geht das auch für die Red Side. Dort wurde ein Weg durchgezogen und sie erhalten ihren eigenen Tri-Bush. Und auch wie auf der Top-Lane ist der Riverbush weg und wird durch einen kleinen Pixelbush mittig ersetzt. Es gibt natürlich noch hier und da kleine Änderungen von der Map, weil ein paar Eingänge bzw. Wände durch die genannten Changes weniger Sinn ergeben. Diese Terrain-Changes verändern natürlich maßgeblich das komplette Spiel. Viele Gank-Pathings wurden verändert bzw. komplett blockiert. Dafür gibt es aber auch neue Wege. Ich glaube, Champs wie Rek'Sai oder Zac sind extrem stark, weil die Wege für sie nicht blockiert wurden. Sie können wie zuvor mit ihrem Jump bzw. Tunnel durch die Wände und immer noch von hinten ganken, nur dass die Laner damit jetzt noch weniger rechnen werden. Aber was wäre eine Season ohne ein neues Itemsystem? Die Mythic Items fallen komplett aus dem Spiel. Damit verfolgt Riot das Ziel, die Stärke weg von den Items und mehr zu den Champs zu geben. Ein Beispiel dafür war, dass Wukong eine lange Zeit einer der stärksten Champions war. Aber nicht, weil der Champ an sich wirklich stark war, sondern weil er am besten Divine Thunderer nutzen konnte. Und das Item zu dem Zeitpunkt einfach komplett OP war. Nein, nicht meine Lulu! Genau sowas möchte man nicht mehr haben. Ein Champ soll gespielt werden, weil der Champ gut ist und nicht, weil die starken Items besonders gut verwerten können. Das gibt den Champions dann natürlich auch mehr Flexibilität in ihren Item-Builds. Dieser Prozess war für Riot aber extrem schwierig. Denn sie mussten für jedes Mythic überlegen, ob das genervt, gelöscht oder verändert werden soll. Es werden im Großen und Ganzen für jede Klasse mindestens ein neues Item kommen. Wobei die Mages dabei am meisten profitieren. Die haben nämlich schon länger keine Liebe von Riot mehr bekommen, aber das soll jetzt geändert werden. Die AD Carries werden von den Item-Änderungen am wenigsten mitbekommen, weil die schon die große Midscope-Veränderung in 2.23 hatten. Das gesamte Power-Level von den Items soll durch diese Veränderung um ca. 10-15% schwächer werden. Den größten Unterschied spürt man auf dem ersten Item, weil es halt kein Mythic-Item mehr ist. Aber auch die Mythic-Passive ist ja verloren gegangen, also spürt man das auch ein wenig über den restlichen Spielverlauf. Meiner Meinung nach aber eine extrem gute Veränderung, weil es Champs gab, die ja sowieso kein passendes Mythic hatten und die Games dadurch jetzt auch ein wenig langsamer werden. Und jetzt sollten einmal alle Supporter ihre Lauscher aufsperren, denn die Support-Items werden auch komplett überarbeitet. In Season 14 gibt es nur noch ein Support-Item. Das kann dafür aber Minions teilen, also executen und Gold durch Poke erhalten. Es kombiniert also beide Effekte. Das Item soll jetzt endlich ein wirklich wertvolles Item im Inventar der Supporter sein und nicht nur ein Ward-Container darstellen. Deswegen kann man das Item im späteren Spielverlauf auch in 5 verschiedene Richtungen upgraden. Die spezialisieren sich jeweils für Engage Tanks wie Nautilus, Enchanter Champs wie Jenna, Warden wie Braum, Selfish Mages wie Zyra und Fighter wie Set Support. Jeder Support Champ soll aber trotzdem wohl mindestens 2 gute Optionen haben und es kommt dann auf das Game und den eigenen Playstyle drauf an, was am besten ist. Auch mit den upgegradeten Items kann man immer noch wie davor normal warden. Die Drakes bleiben diese Season aber natürlich auch nicht verschont. Sie werden aber nur ein bisschen angepasst an die neue Map. Sobald es zu einer Dragon Soul kam, hat sich die Map ja maßgeblich verändert. Diese Veränderungen sind jetzt natürlich an die neuen Terrain Changes angepasst. Die Infernal Map hat aber auch noch einen neuen Tweak bekommen
Und zwar spawnen Infernal Cinders auf der Map. Und wenn man sie einsammelt, erhält man Adaptive Stats und Lauftempo. Sobald man stirbt, verliert man die Hälfte dieser Stats, welche dann wiederum von Gegnern oder Mitspielern eingesammelt werden können. Gefühlt ist das wieder wie ein komplett eigenes Minigame. Wie das jetzt aber aussieht, ob das wie eine Honeyfruit ist oder ob es random auf dem Boden liegt, kann ich leider nicht sagen. Das sieht man allerdings schon live auf dem PBE. Neben der Infernal Map werden natürlich auch die anderen Maps, gerade Mountain und Ocean Map, angepasst. Ein paar Büsche und Wände werden verrückt bzw. entfernt. Es wurde auch schon angeteasert, dass in Zukunft auch wieder neue Drakes kommen könnten. Das ist aber erstmal auf die lange Bank geschoben. Bevor wir jetzt zu dem Q&A kommen, was ich mit den Riot-Entwicklern haben durfte und ob es einen neuen alten Spielmodus geben wird, kann ich dir aber auch noch mitteilen, dass es wohl eine neue Musik gibt, wenn man am Baron kämpft. Baron Boss Music anyone? Naja, ich habe die Musik sowieso ausgeschaltet. Fangen wir mal mit den Fragen zu den Items an. Hier habe ich die Riot-Mitarbeiter gefragt, wie viele Items denn dazukommen, ob Hullbreaker es durch den Patch schafft und wie sich die Ornn-Passive verhält. Insgesamt kommen 5 komplett neue Mage-Items hinzu. Es werden aber auch sehr viele Gegenstände verändert bzw. reworked. Die Supporter bekommen neben dem neuen Support-Item noch 2 weitere. Eins für Tanks und eins für Enchanter. Aber auch hier werden natürlich viele Items angepasst und verändert. Und ich habe gute Nachrichten. Hullbreaker wird es zwar noch geben, aber stark verändert. Die Identität bleibt bestehen, also dass es gut für Splitpusher ist, allerdings wird es bei weitem nicht mehr so extrem ausfallen, wie es momentan der Fall ist. Und Ornn wird seine alte Passive wiederbekommen. Das bedeutet, es gibt eine feste Auswahl an Items, die er verbessern kann. Die wird diesmal aber größer ausfallen als letztes Mal. Die Void Grubs sind ja komplett neu und dementsprechend werfen die auch einige Fragen auf. Sind es Epic oder Non-Epic Monster und wie stark werden sie sein? Ob sie Epic oder Non-Epic Monster sind, ist tatsächlich noch nicht geklärt. Man wird es wohl für den Einzelfall entscheiden. Es wäre zum Beispiel für Belwether extrem stark, wenn sie dadurch ihre Void-Form erhalten würde. Und die Void-Grubs können zwar von den Top-Lanern alleine erlegt werden, ist allerdings nicht so easy. Dementsprechend werden es wohl am meisten Jungler sein, die diese Viecher töten. Eine neue Rune wird es auch noch geben. Welche das genau ist, wurde aber nicht direkt gesagt. Das kann man jetzt live auf dem PBE herausfinden. Ich weiß aber, dass es eine existierende Rune ersetzen wird und keine extra Rune ist. Und auch die Türme werden ein wenig angepasst. Durch die Void-Grubs ist es natürlich einfacher, die Türme einzureißen und man möchte den Snowball-Faktor im Auge behalten. Wie man damit aber umgeht, wird man erst so richtig sehen können, wenn die Changes live sind. Denn in der Preseason, die es ja jetzt so gut wie nicht mehr gibt, waren die Spiele durchschnittlich immer 2 Minuten kürzer, weil die Leute einfach stumpf gefightet haben. Generell wird sich das gesamte Spielgefühl und die Meta durch dieses Season-Update extrem verändern und ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich das erste Mal mich so richtig auf die Änderungen freue. Mir ist es in letzter Zeit schwer gefallen, an dem Climb und dem Grind wirklich Spaß zu haben und deswegen wird mir der frische Wind auf jeden Fall gut tun. Aber mich interessiert natürlich auch deine Meinung. Freust du dich auf das Season 14 Update oder hast du irgendwelche Bedenken? Schreib es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Aber eins noch, ich glaube, wir alle träumen davon, noch einmal in Season 5 einzutauchen. Den alten AP Master Yi, AP Saiyan oder sonstige Shenanigans zu testen. Deswegen habe ich mich nicht lumpen lassen und gefragt, ob wir irgendwann einen alten League of Legends Spielmodus zurückbekommen. Also mit den alten Champions und Items. Darauf wurde geantwortet, dass es mit alten Champions extrem schwierig wird, es bugfrei hinzukriegen. Und alleine die Wartung von dem ganzen Projekt würde extrem viel Aufwand sein. Es muss ja irgendwie auch noch balanced sein. Ich lese da also raus, dass es ehrlicherweise nichts wird. Aber gegen die Items wurde nichts gesagt. Vielleicht finden wir also irgendwann einen Spielmodus mit Heart of Gold oder Schwert der Okkulten wieder. Bis dahin wünsche ich dir aber viel Erfolg in der Kluft. Und abonnieren nicht vergessen! It's always his fault.